Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 2 hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, wir haben die Schwertküste im letzten Part gut erkundet, was mich jetzt immer noch so ein bisschen, ja, kirre macht, ist dieses Frachtgut. Ja, wir haben die Schwertküste erkundet, wir haben eine Ruine, ein Ahnengrab auseinandergenommen, wir haben hier diesen Hinterhalt, diesen laschen Hinterhalt, an diesem Turm, besiegt, vernichtet. Crows Anhänger und jetzt müssen wir uns eigentlich entscheiden für eine Seite. Mich macht das mit dem Frachtgut aber immer noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Warum haben wir erst 4 von 10? Oder wie viel Frachtgut haben wir? Kann man das im Inventar einsehen? Frachtgut, 4 von 10. Wo sind die anderen 6? So groß ist der Strand doch gar nicht. Das checke ich nicht. Und ich habe gerade übrigens, ich konnte nicht direkt hintereinander die Parts laufen. Ich musste eben eine Pause machen. Ich bin nämlich so ein Profi. Ich habe in den letzten 2 Tagen 2-mal mein Trinken auf dem Tisch verteilt. Oder Teile meines Trinkens auf dem Tisch verteilt. Wenn das jetzt hier ab und zu noch knistert, lege ich noch gerade ein paar Sachen wieder zurecht. Ja, das ist natürlich toll. Und die Höhen von meinen PC-CDs, von meiner Grafikkarte und so, sind auch ein bisschen nass geworden. Die habe ich jetzt ein bisschen getrocknet. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, die CDs halten das aus. Aber es soll ja jetzt eh bald ein neuer PC kommen. Trotzdem wäre das nicht schön, falls jetzt noch irgendwas passieren sollte in der Zwischenzeit. Warum liegt hier kein Frachtgut mehr, Leute? Checkt ihr das? Ja, ich check das nicht. Hier waren wir überall schon. Da brauche ich nicht nochmal lang gehen. Weiß ich nicht. Uncool. Ich würde einfach sagen, fuck that. Wahrscheinlich ist das eh eine Mission von den Ahnen. Und zu denen wollen wir gar nicht hin. Wir wollen ja zur Inquisition uns ausbilden lassen, Schützen noch ein bisschen erlernen. Und ja, der Inquisition hoffentlich uns schmackhaft machen, dass die uns helfen. Dass die an unserer Seite kämpfen gegen Crow. Also Stahlbart, ich bin soweit. Ne, nicht bei den Eingeborenen, sondern lass uns Crows Schiff suchen. Lass uns Crows Schiff bei der Inquisition suchen. Wie du willst. Ich werde dir zeigen, wie man nach Puerto Isabella kommt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Auf nach Puerto Isabella. Hier entlang. Ach, jetzt zeigt er uns, wie wir da noch hinkommen. Und Patty kommt mit? Ja, finde ich gut. Halt. Ja, warte. Ich habe kein Fleisch. Ich habe kein Fleisch mehr. Auf geht's. Yo. Aber heißt das jetzt, wir trennen uns? Weil das hörte sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ey. Bevor wir da reingehen, will ich die Höhle hier mitnehmen, Stahlbart. Das ist dir ja wohl klar. Loot ist immer gut. Verstehst du? Das war ja eine krasse Höhle. Hier wird es wahrscheinlich zum Dschungel gehen, ne? Ja, das sieht doch schon sehr dschungelig aus. Ich denke, wie gesagt, wir haben uns für die richtige Seite entschieden. Ich habe natürlich jetzt nicht eure Meinung abgewartet. Los, komm schon! Aber ich halte das für den einzig wahren Weg. Jetzt geht's hier schon wieder gegen die Krallenaffen, die mit Nüssen, mit Gaganüssen werfen. Patty nimmt sich den vor, der mit Nüssen um sich wirft. Nope, die lernt's auch nicht. So. Bleib hinter mir. Na ja, chill dein Leben. Ich muss ja schon unseren verdienten Loot mitnehmen. Oh, was wir hier noch alles zu erkunden haben, ne? Da, guck dir die Scheiße an. Da geht's schon los. Was ist los? Ah, Feuervögel! Ich hasse diese Biester! Die sind verdammt hartnäckig! Ach, komm schon, die schaffen wir! Ah, wir kommen eh nicht drum herum. Wir müssen über die Brücke. Also schön zusammenbleiben und keine Heldentaten, klar? Los geht's! Ja, macht ihr die mal. Ich hol mir hier die Kräuterkram. Die Kräuterkram. Los, komm schon! Oh, 3!
3 Feuervögel. Okay, Moment, Moment. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht E drücken. 3 Feuervögel sind dann ja doch schon ein bisschen, ja, happig. Ich beschieß die einfach mal von hinten, ne? Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe beide Akku gemacht. Ah, den einen haben wir aber fast down. Ey, Patty, du musst mir mal ein bisschen helfen. Ich bin Fernkämpfer, ne? Die Akku musst du eigentlich übernehmen. Alter. Wie wir den fertig machen. Easy. Was ist das für ein Problem hier, Stahlbart, diese Feuervögel? Hast du deinen auch mal down? Ja, komm. Oh. Ah, sehr schön. Oh, krasse Quest. Feuervögel versperren die Brücke. Ja, wir haben sie geschafft, die Quest. So, was gibt's hier, bevor wir weitergehen? Hier gibt's noch ein Schwein. Noch ein Schwein. Ja, kommt mal mit, ihr beiden Lutscher. Oh, Patty ist schon hier. Schauen wir mal mit Patty alleine. Au. Au. Ah, Stahlbart kommt auch zur Hilfe. Das finde ich gut. So. Gegen Menschen können wir wohl anscheinend nur die Konterparade ausführen, aber das haben wir gerade eben in dem Kampf leider noch nicht geschafft gegen Crows Anhängsel. Oh, Patty, du hast ganz schön viel Schaden genommen. So, müssen wir lang, Stahlbart. Ich wollte nur gucken, was es hier gibt. Aber hier gibt's nichts. Außer Wildschweine. Auf geht's! Jo. Feuervögel! Ich hasse diese Biester! Ist dein Ernst? Die Feuervögel sind erledigt. Wir können weiter. Ja, nichts wie weg hier! What the fuck? Wo war da jetzt der Sinn? Naja, gut. Bleib hinter mir! Jo. Ich muss nur den ganzen Kram hier aufsammeln. Du bist ein bisschen schneller, alter Mann. Ich mag übrigens unsere Kleidung. Ich finde, das ist stylisch. Da! Drüben im Westen. Siehst du das? Den Weg sollten wir meiden. Da sind mit Sicherheit schon die ersten Vorposten der Inquisition. Wir bleiben besser auf Kurs und gehen an der Küste entlang. Komm schnell, wir gehen weiter. Im Westen? Ja. Los, komm schon. Naja, warte, ich will die Wildschweine hier mitnehmen. Warzenschweine. Ich sag immer Wildschweine dazu. Aber die will man ja mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Es gibt erstens Ruhm. Und zweitens können wir noch so ein bisschen kämpfen. Sehr schön. Das andere macht Patty K.O. Oder auch nicht. Alles muss man selber machen. Sehr schön. Weiter geht's. Stahlbart, du wolltest hier lang. Glaube ich. Ja. Also führt unser Weg doch wieder zur Inquisition. So, hier wird's jetzt schwierig. Ja? Warum? Es gibt hier zwei Wege zur Stadt. Doch weiß ich nicht mehr genau, welcher davon zum Nordtor der Stadt führt. Natürlich. Wir können weiter nach Süden oder durch diese Höhle da drüben. Aber die würde ich nur ungern durchqueren. Warum? Was stimmt nicht mit der Höhle? Da gibt es Ratten. Und ich hasse Ratten. Alter. Stell dich nicht so an, wir gehen durch die Höhle. Hm. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Aber wie du willst, folge mir. Natürlich gehen wir durch die Höhle. Durch die Rattenhöhle. Stell dich mal nicht so an, Kollege. Oh, wir sehen nicht viel. Auf geht's! Ja, du musst dich mal ein bisschen entspannen. Wir müssen auch den Loot mitnehmen, den wir hier bekommen, ne? Was haben wir hier an der Decke? Ist das Erz? Ne. Hi, Patty. Oh, los, komm schon. Ratte 1. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hörst du das? Ich fürchte, hier gibt's noch viel Schlimmeres als Ratten. Wollen wir nicht doch besser der Küste folgen? Nö. Komm schon, wir gehen weiter. Na gut, aber ich fürchte, wir werden es bereuen. Ist doch egal.
Hallo? Leben am Limit. Stahlbart. Was bist du eigentlich für ein Kapitän? Du sollst der gefürchtetste... gefürchtetste Pirat sein? Oh, Dunkeldürrer. Machst du schon, Stahlbart, ne? Fuck. Der eine hängt da gefühlt fest. Was sind das für Viecher, ey? Das sind irgendwelche Fledermäuse. Jetzt sehe ich es erst. Jawohl. So, und davor hast du Angst? Wir haben ihn noch vernichtet. Nee, nee, nee. Wenn du da lang gehst, gehen wir schon mal präventiv da andersrum. Da war doch irgendwas, oder war das nur Pattys Namensschild? Ich glaube, es war nur Pattys Namensschild. Wenn du da lang gehst, gehen wir konsequent den anderen Weg erstmal. Muss ich doch dann auch alles von der Höhle sehen, wenn wir uns schon mal die Mühe machen. Ich bin bei dir. Da sind noch zwei Dunkeldörrer. So. Die können ja nix. Ja, wenn die sich auf dich nicht fokussiert haben, können die echt nicht viel. Muss man jetzt einfach mal sagen. Übrigens, Stahlbart, finde ich das schwach von dir, dass du nicht nachkommst und deiner Tochter hilfst. Aber schaffen wir auch zu zweit. So, wo geht's hier lang? Cool. Fuck. Das ist nicht gut. Oh, der andere hat uns leider auch noch bekommen. Die andere Akku haben wir auch noch bekommen. Schlecht, schlecht, schlecht. Schön, Patty. Schön, 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 Patty. Alter, was die für Sounds machen. Wie laut die sind, ne? Also sorry, wenn die etwas laut sind, aber da kann ich nichts für. Oder vielleicht sind meine Kopfhörer einfach wieder lauter eingestellt. Bam! Oh, hier der Saito. Der Saito des Jahres. Und noch ein Dunkeldörrer. Zwei Ghule und ein Dunkeldörrer. Easy. Warum ist der Sound so dumpf? Aua! Au! Okay, hier gibt es gerade irgendwelche Soundbugs. Der Sound ist nicht nur bei euch so dumpf und das liegt nicht an eurem Headset. Das liegt gerade am Spiel und ich weiß nicht warum. Was haben die hier bewacht? Wenn es jetzt hier kein Loot gibt, keinen vernünftigen, ne? Dann leckt mir doch die Eier. Grog, Goldbrocken, Gold. Noch Goldbrocken. Das war alles an Loot? Okay, hier haben glaube ich schon einige Leute ihren Frieden gefunden. Das war alles an Loot? Dafür haben wir die Viecher jetzt alle gekillt. Das hat sich also überhaupt gar nicht gelohnt. Naja, weiter geht's zurück zu Stahlbart. Das hat Ruhm gegeben und das ist das Wichtigste. Ruhm in dem Spiel brauchen wir am meisten. Das ist unsere Experience. So, zurück zu Stahlbart. Komm, Patty, Schätzchen, ja. Ist der schon weitergelaufen? Warum ist das jetzt so dumm? Wo ist Stahlbart hin? Ah, er kommt zurück. Du bist an ihm vorbeigelaufen? Ist das dein Ernst? Patty, mach ihn weg. Ich kämpfe doch, ich halte ihn die ganze Zeit auf. Ja, Leute. Ich mach mal hier eben ein Quick Save und ein Quick Load. Das mit dem Sound ist mir gerade so ein bisschen schwummrig, warum das so ist. Jetzt hört sich's wieder besser an, oder? Ich weiß es nicht. Los, komm schon. Ja. Und was war daran jetzt so schlimm? Stahlbart durch die Höhle? Verdammt. Ich hab's doch gewusst. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir zur Westseite der Stadt. Wir müssen aber über die große Brücke da hinten. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob Crow's Schiff im Hafen vor Anker liegt. Egal, wir gehen weiter. Nein, das werden wir nicht. Meine Visage erkennen die Protektoren auf 100 Fuß Entfernung. Sie werden mich einbuchten, wenn sie mich erwischen. Also gehst du besser alleine, wenn du unbedingt hier entlang gehen willst.
Dann lass uns doch lieber wieder zurückgehen und der Küste folgen. Gute Idee. Schnell weg hier. Ich hätte es gerne gemacht, aber wenn das echt keinen Sinn macht, dann gehen wir einfach zurück da zum Punkt. Aber erstmal machen wir hier die Truhe. Das macht ja keinen Sinn, tatsächlich. Ich möchte eigentlich in der Gruppe bleiben. Und Stahlbart nicht zurücklassen. Auf geht's! Dafür ist er auch zu gut im Kampf eigentlich. Dann gehen wir einfach den sicheren Weg der Küste entlang. Ich glaube, das Wichtigste hier, die Höhle, haben wir jetzt eh mitgenommen. Das war mir eigentlich am wichtigsten. Weil Höhlen versprechen halt immer Gutes und Loot vor allem. Na, was heißt Gutes? Natürlich nicht Gutes. Gegner, ekelhafte Gegner, Ghule, Dunkeldürrer. Aber wir konnten jetzt, glaube ich, trotzdem die Höhle gut säubern. Das Wichtigste haben wir mitgenommen. Und dann gehen wir jetzt einmal der Küste entlang. Wenn er das unbedingt will. So, da sind wir wieder. Raus aus dem stinkenden Loch. Nichts für ungut. War ein Versuch wert. Ja, ja. Aber jetzt gehen Süden. Auf geht's. Genau. Da ist schon unser erstes Äffchen. Patty ist aber auch gnadenlos mit ihrer Pistole, ey. Das ist Wahnsinn, die Frau. So, die Sonne geht auch schon langsam unter. Bleib hinter mir. Müssen wir. Die Brücke hat er gerade geredet. Siehst du? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch über diese Brücke. Na dann los. Genau. So, wo ist das Stadttor jetzt? Ich denke, es ist nicht mehr weit. Also, das ist definitiv der safere Weg. Die zwei Krallenaffen, meine Güte. Oh. Und dieser Feuervogel. Waren doch nicht nur die zwei Krallenaffen. Ja, ihr macht das schon, ne? Ich loote mal eben hier ein bisschen. Mach ein bisschen die Kräuteroma. Der auch wirklich Feuer speien kann? Das würde mich mal interessieren. Schön. Oh nein! Was knallst du denen denn da runter? Ach, da ist noch ein zweiter. Wir müssen eh hier lang, okay. Und den bringe ich auch noch mit hier. Oh, ist das Fracht gut? Ist ganz schön dunkel langsam. Hinter uns, Patty. Oh, Riesenkrabbe. Ist da das letzte. Der Rest Frachtgut? Den Strand, den gucke ich mir sofort gleich an. Scheiß aufs Weitergehen gleich erstmal. Ab zum Strand gleich. Sind zwar Riesenkrabben, aber es sollte nicht das Problem sein. Feuerspein können die aber anscheinend nicht mehr als Attacke. Natürlich, mit mir im Kampf ist es immer leicht, Stahlbart. Das ist doch Frachtgut, oder? Tatsache! What the fuck, wie sich das verteilt? Wahrscheinlich haben wir dann jetzt doch den richtigen Weg genommen fürs Frachtgut. Und das ist doch die richtige Quest, hier lang zu gehen. Wahrscheinlich war es irgendwie eine Mission von der Inquisition. Find ich wirklich lustig. Gut, macht doch mehr Sinn. Was sollen Wilderer, die wilden Leute mit der Frachtgut irgendwie anfangen wollen? Oh, wohin fliegen Krabbe? Aber die Patty, wenn die erstmal ihren Revolver gezogen hat, dann ist die gnadenlos, die Frau. Ich helfe dir. Jo, wir kommen gleich, Stahlbart, ne? Scheiße. Ach, da ist noch eine. Die hab ich gleich gesehen. Wann ist die denn aus der Erde gekrochen? Okay, und Patty benutzt die Hex. Ach, Stahlbart kommt sogar jetzt zur Hilfe. Wo kommt er denn her? Okay, Stahlbart, hau halt nicht mit drauf rein.
Ja, halt ein Sabbel. Ich will noch das Frachtgut hier oben absammeln. Oder zumindest die restlichen Sachen am Strand erkunden. Gott, die ist jetzt direkt vor meinen Augen gespawnt. Ja, ich glaube doch, dass das Geladene mehr Damage macht. Gut, Pattys Schuss hat natürlich jetzt auch gut dabei geholfen. Aber ich glaube, die geladenen Schläge sind sinnvoller bei den Krabben, wenn die auf dem Rücken liegen, logischerweise. So, 7 von 10 Frachtgut. Da liegt noch was. Ja, ist nur einfach nur ein Stein, der aus dem Meer rausguckt, aus dem Wasser. Schön, Alter, guckt euch bitte die Grafik an, wie wunderschön das noch ist, ne? Dafür, dass es 4,5 Jahre alt ist. Das Schloss ist zu schwer für mich. Fuck. Nö, das akzeptiere ich nicht. 35 sogar. Krass. Warte mal, haben wir hier nicht noch irgendwas auf Diebeskunst? Nee. Schade. Oh, hi. Hi, Mr. Krabs. Und die ist mit unserem Schuss auf den Rücken gehauen oder hat Patty in dem Moment getreten? Ich glaube, Patty hat in dem Moment einfach getreten. So, wie viele Muscheln haben wir eigentlich? Wir müssten so unzählige Muscheln haben mittlerweile. Hier gibt's oh, nichts. Aber auch nicht so viel. Jawohl. Oh, 3 Perlen aus 13. Okay. Scheint doch random zu sein. Egal, gehen wir erstmal zurück zu Stahlbad. Finde ich gut, wie das Spiel da nicht hinterherkommt mit dem Text. Sind wir doch hier richtig, Stahlbad? Echt? Oh, hallo, Markibärer. Haben wir jetzt hier auch noch Sachen übersehen in dem Gebüsche hier? Ist nämlich bei Nacht nicht so leicht zu erkennen. Los, komm schon! Jo. Ich hab nur ein bisschen erkundet. Mit deiner Schnecke am Strand. Schade, dass ihr kein Bikini dabei hat. Verdammt! Das Schiff, das dort vor Anker liegt, ist nicht Crows Schiff. Scheiße. Sieht so aus, als müsstest du alleine weiter. Warum? Wenn mich die Protektoren in die Finger kriegen, würden sie mich einbuchten. Dich allerdings kennt hier keine Sau. Also, geh in die Stadt und versuche sie zu überreden, uns zu helfen. Gut. Wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, dann berichte mir davon. Ich gehe zurück ins Lager und kümmere mich um ein Rumpfässchen. Bis später. Wo will er hin? Er geht zurück ins Lager. Zu seinem Rumpfass. Sehr gut. Das ist vielleicht die Gelegenheit, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Hä? Mein Vater wird wahrscheinlich das ganze Fass alleine austrinken. Anzunehmen. Und weiter? Wenn er richtig schön blau ist, wird er immer so redselig. So erfahren wir vielleicht, auf welcher Insel er seinen Schatz versteckt hat. Verstehe. Du willst also auch zurück ins Lager. Das schaffst du auch ohne mich. Sei vorsichtig und komm heil zurück, mein kleiner Held. Bis später. Sieh dich einfach mal etwas um. Oh nö. Patty, ich will nicht. Ich brauche erstmal eine Karte, damit ich auch irgendwie wieder quick reisen kann. Ja, liebe Freunde, das ist auch ein perfekter... Pulvermond, okay. Ein perfekter Zeitpunkt, um hier einen Cut zu machen. Da haben wir da alles richtig gemacht, um den Strand nochmal zu erkunden und mit Patty und Stahlbad zusammen da alles auseinanderzunehmen. Im nächsten Part gehen wir zur Stadt und werden hoffentlich, oh, da muss ich mal eben strecken, herausfinden, wo Crows Schiff vor Anker liegt oder wo Crow allgemein ist und der Inquisition irgendwas ins Ohr flüstern, dass die uns helfen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, haut rein und ciao, Leute!